Du möchtest im Alltag keine Foundation tragen, aber trotzdem frisch und gesund aussehen? Ich zeige dir ein paar Tricks, wie du nur mit Concealer und Puder einen frischen Teint zaubern kannst. Für einen ganz natürlichen No-Make-up-Look starte ich jetzt mit etwas Concealer und hier ist der Trick, weniger ist mehr. Das heißt, du trägst wirklich erstmal nur einen Punkt hier auf und wenn du möchtest, hier noch. Dann nimmst du auch den gleichen Concealer, um eben rote Stellen, bei mir sind es mal die Nasenflügel, hier auch etwas zu kaschieren. Und wenn du möchtest, kannst du noch etwas auf der Stirn auftragen und auf dem Kinn. So, und jetzt verblende ich das Ganze und dazu nehme ich am besten meine Finger, denn durch die Wärme meiner Finger verbindet sich das Produkt wunderbar mit meiner Haut und kann sozusagen mit meiner Haut verschmelzen. Und hier nehme ich tupfende Bewegungen. Gucke etwas nach oben und versuche das Produkt wirklich so einzutupfen. Das gleiche am Nasenflügel. Okay. Und du siehst schon, wie das kleine bisschen Concealer hier einen enormen Unterschied macht im Vergleich zu der ungeschminkten Seite. Hier habe ich einfach total viele Schatten unter meinen Augen, vor allem hier im Innenwinkel. Da habe ich immer so eine ganz dunkle Stelle und das lässt dich natürlich einfach super müde aussehen. Also wichtig ist, dass du diese Stelle hier innen im Innenwinkel nicht vergisst und hier auf jeden Fall auch viel Concealer eintupfst. Und hier hinten habe ich auch mal so eine rote Stelle an meinem Außenwinkel. Und hier verblende ich den Concealer etwas nach oben eher, denn so bekomme ich optisch noch so einen gelifteten Effekt hin. Und wenn du jetzt merkst, es ist zu wenig Concealer, kannst du natürlich immer noch ein bisschen mehr auftragen. Aber eben, fang erstmal mit weniger an und trag dann nach und nach etwas mehr Concealer auf. Und noch ein extra Tipp, trage auch etwas Concealer auf dem beweglichen Lid auf. Ich zeige dir später, wofür das wichtig ist. Natürlich kannst du dafür auch einen Pinsel verwenden. Ich nehme gerne meine Finger, denn es geht für mich einfach schneller. Wenn du jetzt noch andere rote Stellen im Gesicht hast, die du abdecken möchtest, dann empfehle ich dir, etwas Produkt hier von diesem Applikator zu nehmen, ein bisschen auf den Finger und dann ganz punktuell mit dem Finger auf die rote Stelle aufzutupfen. Zum Beispiel hier. Und dann schön verblenden. Oder hier. Und hier. Als nächstes geht es weiter mit dem Puder oder Bronzer genannt. Dazu empfehle ich dir auf jeden Fall, ein mattes Puder zu verwenden oder einen matten Bronzer, der auf jeden Fall nicht schimmert und keine Glanzpigmente hat. Denn so sieht es einfach viel natürlicher aus. Um das Puder aufzutragen, brauchst du noch einen großen, fluffigen Pinsel. Warum muss der fluffig sein? Naja, damit das Puder eben viel luftiger auf deine Haut aufgetragen wird. Würdest du jetzt so einen Schiebepinsel hier nehmen, der etwas kompakter ist, dann hättest du einfach an manchen Stellen viel zu viel Puder auf einer Stelle und müsstest das dann wieder verblenden. Das ist viel zu aufwendig. Also benutze einfach von vornherein einen schönen, großen, fluffigen Pinsel. Dann nimmst du hier etwas Puder, tippst ein bisschen rein, klopfst es ein bisschen ab. Das überschüssige Produkt. Dann trägst du das Puder dort auf, wo ganz natürlich auch an deinem Gesicht die Sonne hinkommt. Das heißt in erster Linie hier an der Stirn. Und hier ist wichtig, dass du den Pinsel weit hinten hältst, damit du lockere Bewegungen bekommst in dem Pinsel. Hier oben trage ich etwas Puder auf. Und hier oben auch. Und je nachdem kannst du später immer noch mehr auftragen. Als nächstes nimmst du das gleiche Puder und trägst es auf den Wangenknochen auf. Und hier ist ganz wichtig, dass du das Puder, du schaust in den Spiegel, lächelst etwas, aber nicht zu krass, sondern nur ein bisschen lächeln. Und dass du das Puder jetzt hier oberhalb von deinen Wangenknochen aufträgst. Und nicht bis ganz nach vorne, sondern maximal hier bis zur Mitte deines Augapfels. Also das heißt, das Puder trägst du hier auf. Und das kann so ein bisschen hoch verblendet werden, ja? Also machen wir das mal. Auch wieder ein bisschen reintupfen, abklopfen
Und dann trage ich es erstmal mit tupfenden Bewegungen auf. Und beim Auftragen selbst, aber nicht mehr lächeln, denn wenn du jetzt lächelst, dann trägst du es über die Falten auf. Und wenn du dann nicht mehr lächelst, hast du dort kein Produkt. Also einfach gerade in den Spiegel schauen. Du weißt jetzt in etwa, wo du es auftragen musst. Und erst mit tupfenden Bewegungen und dann kannst du es ein bisschen ausblenden nach unten. Und hier eben so C-förmig nach oben an den Schläfen. Da der Look ja natürlich aussehen soll, gilt auch hier, weniger ist mehr. Fang erstmal mit ein bisschen an, du kannst immer noch mehr auftragen. Und falsch wäre auf jeden Fall, das Puder hier unten aufzutragen. Da gehört es definitiv nicht in, das macht einfach nur alt und lässt dich wirklich traurig aussehen. Lieber hier oben auf dem Magenknochen. Dann noch ein extra Tipp. Wenn dein Hals etwas blass ist, so wie meiner, kannst du auch wieder hier ein bisschen Puder nehmen, abklopfen und nur die Seiten etwas mit Puder schminken. Warum nur die Seiten? Naja, weil ganz klar, da kommt auch wieder die Sonne hin. Dann hast du auch einen natürlichen Übergang und es sieht fast nicht geschminkt aus. Weiter geht's mit dem gleichen Puder. Nur jetzt nehme ich hier einen Blenderpinsel, nehme ich hier auch ein bisschen Puder drauf, dann klopfe ich es so ein bisschen ab, das überschüssige Produkt. Und dann gucke ich gerade in den Spiegel und trage jetzt das gleiche Puder als Lidschatten sozusagen auf. Dazu einfach in den Spiegel gerade gucken und oberhalb der Lidfalte mit so Scheibenwischerbewegungen hin und her. So. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt einmal dein Lid hochziehen und dann in der Lidfalte hier hinten außen ein bisschen mehr schminken. Denn durch den etwas dunkleren Puderton gibst du hier deinen Augen einfach ein bisschen mehr Tiefe und in Kombination mit dem Concealer, den du vorhin auf dem beweglichen Lid aufgetragen hast, gibt es ein schönes Zusammenspiel zwischen hell und dunkel, denn das gibt deinen Augen einfach mehr Ausdruck, ohne geschminkt auszusehen. Und ich finde schon, man sieht auch wirklich einen Unterschied von dem Auge zu dem Auge. Das Auge hat einfach viel mehr Kontur und viel mehr Tiefe. Die andere Seite. Wieder mit Scheibenwischerbewegung. Soweit so gut. Bisher habe ich alles nur mit zwei Produkten geschminkt. Also nur mit einem Concealer und einem matten Puder. Das heißt, du zu Hause kriegst es auch super easy hin für diesen ganz natürlichen Look. Wenn du jetzt möchtest, kannst du natürlich noch etwas Shadow Base oder einen anderen dezenten Lidschatten auf das bewegliche Lid auftragen. Und zwar ist es hier so ein Creme Shadow Base, der schimmert so ganz leicht. Und das tupfe ich jetzt hier in die Mitte meines beweglichen Lids, nur so ganz leicht auf. Und dann verblende ich es nach innen. Um den Look abzurunden, darf natürlich Mascara nicht fehlen. Dazu empfehle ich dir auf jeden Fall vorher eine Wimpernzange zu benutzen, musst du aber natürlich nicht machen. Für einen natürlichen Look trägst du die Mascara am besten einfach vom Wimpernansatz an mit so Drehbewegungen auf, denn dann sieht es super natürlich aus. Also einfach hier und dann versuch einfach den Applikator etwas zu drehen, also mit so einer Bewegung. Wenn du möchtest, kannst du jetzt noch einen neutralen Lip Liner auftragen, um diesen Look zu vollenden. Und schon hast du einen super natürlichen No-Make-Up-Look geschminkt. Hast du eigentlich schon unseren YouTube-Kanal abonniert? Nein? Dann klicke jetzt hier unten auf den Abonnieren-Button, denn so verpasst du kein neues Schminkvideo von uns. Hast du noch mehr Tipps, wie du einen gesunden Teint schminken kannst, ohne eine Foundation oder ein Make-up zu verwenden? Dann schreib doch diese Tipps jetzt hier unten in die Kommentare. Wir und die Community freuen uns auf deine Tipps. Und hier verlinke ich dir noch ein Video zum Thema Puder richtig auftragen. Bis bald, deine Lisa.